Straße Matriz an die Lute. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Ein ganz wichtiger Dreier gegen den ersten FC Köln. Ich frage mal den Marcel. Kulisse hat gepasst, Leistung hat gepasst, Ergebnis hat gepasst. Perfekter Nachmittag heute? Ja, ich denke schon, dass wir heute wieder ein Erlebnis hatten hier im Stadion. Ne? Es war alles dabei, war ein Rückstand, das Spiel gedreht dann. Und ich denke auch mit dem letzten Willen nachher auch das Siegtor gemacht. Und ja, war einfach geil heute. Ich glaube, der Schiri hat auch nicht genug bekommen von dem Spiel. 5 Minuten Nachspielzeit. Was geht einem da durch den Kopf? Ja, das ist Wahnsinn. Das hat sich eigentlich kürzer angefühlt, als es wirklich war. Also wir haben, das ist natürlich immer die Gefahr, dass wir uns noch einfangen, aber heute war wirklich jeder hundertprozentig da. Und ist geil, dass wir dann bei der Stimmung das Spiel gewinnen konnten. Ausschlaggebend mal wieder Standardsituation. Heute ist eigentlich die große Kölner Stärke. Praktisch den Gegner mit den eigenen Waffen geschlagen, hat sich das ganze Extra-Training rentiert. Ja, im Training denkt man so eine Scheiße, wieder Eckball üben, wieder Freistoß üben, aber 500 Ecken. Es bringt einfach was und ich glaube irgendwann hat man mal errechnet, dass glaube ich bei irgendeiner EM oder WM 30% der Tore durch Standardsituation gefallen sind und da sieht man, was möglich ist und waren beide sehr gut geschossen und ja, letztendlich fragt da kein Mensch mehr nach, wie die erzielt waren. Wir fassen zusammen 4 Spiele, 4 Siege. Das ist jetzt nicht zwingend unbedingt eine Bilanz eines Absteigers. Der Trainer warnt aber. Er sagt ganz klar, da kann immer noch alles schief gehen. Mit welchen Gefühlen fährt man nach Frankfurt? Es wird ja vielleicht sogar bei allem Respekt vor dem Gegner ein Heimspiel. Ich frage mal Andi. Ja, das ist natürlich immer noch eng. Also wir haben uns jetzt noch nicht ganz befreit, aber ich glaube, wenn man die Mannschaft spielen sieht, dann hat sie es einfach verdient, in der zweiten Liga zu bleiben. Und so eine Mannschaft steigt nicht ab, das kann ich mir nicht vorstellen. Wichtig ist, dass wir den Schwung jetzt mitnehmen und dann den Sack so schnell wie möglich zumachen. Am besten dann schon in Frankfurt. Wir haben die nötige Unterstützung dort und sind sicherlich ganz gute Voraussetzungen.